Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Ohne Ton. Moment. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda mit Ton. So, im letzten Part haben wir bereits den letzten Dungeon betreten und auch schon die Karte geholt. Nun habe ich mich wieder komplett regeneriert. Und ja, auch die Silberpfeile sind wir schon in Besitz von. Nun suchen wir unser nächstes Upgrade, nämlich der rote Ring. So, und der wird auch nicht gerade schwer zu finden sein. Auch einen neuen Trank habe ich mir geholt. So, schön, wenn die Gegner gleich da reinlaufen. So, das war jetzt blau. Dann gehe ich nach oben. Na, so. Bin ich hier überhaupt richtig? Nee. Noch sammle ich die Uhr nicht hin. Jetzt. So, die Tür ist schon mal offen. Die werden wir nachher bestimmt doch brauchen. Zack, zack. Und gehen wir einfach nach links. Die die beleuchteten Räume gefallen mir sowieso besser, deswegen. Hopsalala. Deswegen hoch, schnell. Ach, falsch. So. Hopsalala. Mein Gott, was ist denn hier los heute? Beziehungsweise jetzt, das war ich doch deutlich besser hier. So, Bomben habe ich voll. Herz, danke. So, nix, okay. So. Hier sind die Flattermäuse. Zack. Und zack. So. Von den Fledermäusen aus nach oben. Okay, sparen wir uns, glaube ich, ein bisschen Zeit. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sparen wir Umstände. So, jetzt sind wir in so einem Raum. So. Gut. Auch die Rubine gefallen mir. Welche gekriegt haben. So und so. Genau. Gut, jetzt Obacht. So, einen Schlüssel bekommen wir. Und jetzt muss ich mal schnell gucken. Nach oben müssen wir. So. Jetzt wird's eklig. Obwohl, wir brauchen hier ja nichts machen. Wir können einfach weiter. So. Ja. Gut. Nach oben. Gehe in den nächsten Raum. Ja, der ist hier. So. Ja, der Stab ist echt nützlich. So. Zack. Und du jetzt auch noch. Zack. Los, in deine Endodermis, du Schleim, du. Ach, dauert nur halt lange, die Gegner zu besiegen. So, jetzt die Preisfrage. Nee, nach links. Okay.
Hier sind bloß die kurzen Schocker. Hopsala, die haben mich geschockt. Oh wei, oh wei. Nicht jetzt stammen. Hoch. Das Schmeißflieger, okay. Da nehme ich lieber einen Trank bei Schmeißflieger. Den habe ich mir ja auch geholt gehabt. So, das dauert jetzt mal wieder ein paar tausend Jahre. Ah, mein Gott, gehen tausend Jahre schnell um. So. Und immer rauf, 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 rauf. Nein, jetzt nicht mehr rauf, rauf, rauf. Jetzt überlegt rauf, rauf, rauf. Geht das? So, und jetzt Schmeißfliege. Zack, zack. Gut. Hier nicht, aber hier. So. Hier sind nochmal zwei Würmer. Zwei Moldorms, wie die ja heißen. Bekanntlich. Unbekanntlich. Keine Ahnung. Wer kennt sie nicht? Der hat was verpasst. Oh, Göttlichkeit. Kennt keine Grenzen. Göttlichkeit kennt kein Pardon. Ja, wer göttlich ist, der wird geliebt. Und darum geht's in diesem Song. Juhu! Oh Mann. Gut, wir haben jetzt den roten Ring, damit auch die rote Rüstung und nochmal verbesserte Abwehr. Yippiehu! So, jetzt können wir Teleporter A nehmen, der in diesem Raum zu finden ist. Teleporter A. Der bringt uns an einem anderen Ende raus. Aber wo genau, keine Ahnung. So, der Kompass, den Kompass haben wir auch noch nicht, aber den brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Karte ist schon wichtiger, aber ich weiß nicht. Hoppla, wo bin ich denn? Wie komme ich? Hallo? Gut. Ja. Stimmbomben. Ja. Oh, Gott sei Dank. So. Noch so ein. So. Na los. Zack. So. Genau. Gut. Jetzt nach. Au. Jetzt nach rechts. Ein dunkler Raum. Triforce. Oh, wir sind bei Ganon. Jetzt geht's los. Ja, Treff 1. Sehr schön. Treffer 2. Treffer 3. Ernsthaft? Ich habe nie mal meine Flasche gebraucht. Was soll das? Ach, ehrlich, Leute. So, jetzt machen wir wenigstens alle Fackeln aus. So, rote Prinzessin und roter Held. Und leichter Star Ganon ever. Danke, Link. Du bist der Held von Hyrule. Bling, 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 bling. Endlich ist Frieden in Hyrule zurückgekehrt. So endet diese Geschichte. Beide Triforce-Teile sind wieder miteinander vereint. Ja, schönes Spiel. Die Grafik für NES-Verhältnisse gut. Die Musik, natürlich, kennt jeder. Und der Stuff ist irgendwie ziemlich kurz.
Du bist großartig. Du hast die Fähigkeiten der Weisheit und der Kraft. Das Ende von The Legend of Zelda 1. Und wir haben 37 Leben hinter uns gelassen. Sehr schön. Yo, yo, yo. Sehr schön. Also, um nochmal zurückzukommen. Die Grafik sehr gut, auch mit diesen Lichteffekten. Blinker, 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 das Triforce blinkert. Oh, das blinkert. So, dann die Musik. Oh, oh. Das hört sich eigentlich mehr an wie Mario-Musik. Aber ist ja auch egal. Das Gameplay, ja. An einigen Stellen unfair. Keine Ahnung, wie viele das sind. Die Endbosse immer sind einfacher als Ganon. Ich meine, was soll das? Was soll das? Sagt mir, was soll das? Ich habe keine Ahnung. Das macht das ganze Spiel kaputt. Ich hätte sonst immer wieder Bock, das durchzuzocken. Aber, Ganon, wieso bist du so leicht? Ich meine, du bist ein Teufel. Du bist ein Schwein. Nee, ich meine ernsthaft, der ist ein Schwein. Komme ich auch irgendwie zurück, ja. Wenn ich jetzt wieder anfange, ist alles normal. Alles normal. Wie immer. Genau. Genau. Eine dritte Quest gibt's nicht. Nur so nebenbei. Ja. So erinnert man sich doch gut an die alte Zeit zurück, oder? Ja. Na gut. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Komme ich auch irgendwie zum Startbildschirm zurück? Moment. Ja, gut. So. Das Spiel wurde resettet. Auch ein Dank nochmal an Dope Dust, dass er das Spiel den größten Teil ins Deutsche übersetzt hat. Weiter wird es vermutlich gehen. Ich glaube, ich mache erstmal Zelda 2, weil das auch für NES ist und ich gerade so schön im NES-Rausch bin. Also mit Zelda im NES-Rausch. Da werde ich das erstmal machen. Natürlich wird Zelda Oracle of Ages weitergeführt werden. Spyro bleibt erstmal pausiert. Da werde ich noch ein Infovideo dazu machen. Weil da was Schreckliches passiert ist. Ich schäme mich dafür auch. Mario Party muss ich gucken, wie das weitergeführt wird. Ob Single oder Multi. Also allein oder mit Multiplayer. Und hier sehen wir nochmal alle Items. Ja, hier heißt er noch magischer Stab, aber eigentlich ist das der Sumaria-Stab. Ja. Bitte schaue ins Handbuch für mehr Details. Ah ja, die Handbücher gibt es auch auf der Internetseite zeldaeurope.de. Sehr schön. So. Was gibt's noch zusammen? Ah ja, der Spielspaß an sich. Kriegt eine Wertung von 5 mal 10 plus 30 ist ja, doch, finde ich eigentlich angemessen. 79%. Aus dem einfachen Grund, es gibt zwar schöne Items, aber den Trank muss man sich immer wiederholen. Man behält keine Flasche. Okay. Ist ja, hat ja auch hier noch keinen Wert gehabt. Aber. Ja, für die Rüstung gibt's Ringe, was eigentlich keinen Sinn ergibt, aber auch das war nicht in der Wertung mit einberufen. Sondern allgemein die Gegner. Die normalen Gegner an sich sind viel schwieriger als Ganon. Das soll schon was heißen. Also, wenn ich weiß, dass Ganon so eine Flasche ist, dann könnte ich auch sagen,
Ach, ich mach mal schnell das Spiel durch. Oh, Ganon ist besiegt. Juppiu. Wenn man immer ein Safe State vor Ganon setzt. Ich besieg mal Ganon. Oh, super geschafft. Ja, ja, der ist so eine Flasche in diesem Spiel. Ernsthaft. Wie schnell habt ihr den besiegt? Sagt's mir. Sagt es mir. Schreibt's in die Kommentare am besten. Dafür sind sie ja da. Der ist hier echt eine Flasche. Vielleicht ein Lebenstrank oder ein zweiter Trank. Keine Ahnung, aber... Ernsthaft. Das macht so einfach keinen Spaß. Aber der ist ja wenigstens in den nachfolgenden Teilen. Ich sag nicht, was noch kommen wird. Da ist er auf jeden Fall wieder dabei. Zum Beispiel bei Ocarina of Time, aber... Das ist ja bekannt, dass er dabei ist. Oder seine menschliche Gestalt. Ja. Auch er hat eine menschliche Gestalt. Das werden wir ja alles noch herausfinden. Weil dieses Spiel ist so ziemlich am Ende der Zeitlinie. Das letzte Spiel ist der zweite Teil, der genau an diesen Teil anknüpft. Genau. So ist es und nicht anders. Ja, genug der Worte. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Wir sehen uns bei Zelda 2 dann wieder. Ich habe mich jetzt entschieden, Zelda 2 wird kommen. Da sehen wir uns dann wieder und ihr werdet eine Überraschung erleben. Ich weiß es mal nicht, ob sie für euch positiv oder negativ ist. Für mich ist es mal eine Idee, aber... Die ist nicht so gut umgesetzt worden. Aber das werden wir alles sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Let's Play. Bleibt mir treu, meine lieben Abonnenten. Bis dahin. Ciao, ciao, sagt Ronissimo.